Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Age of Oblivion, Tag 6, 3.49 Uhr und ich habe jetzt bestimmt eine Woche nicht mehr aufgenommen. Ein Update kam nicht, es steht aber das nächste Update vor der Tür, es sollen Pferde reinkommen und. Version 3.0 dieser Mod soll kommen. Ich gehe davon aus, schon wieder Neustart notwendig. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, aber die Mod ist wirklich sehr, sehr gut. Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich habe in der Nacht noch ein bisschen gearbeitet und habe hier ein bisschen Pflanzpötte gebaut. Das gehörte zu der Farmquest. Kann ich euch mal zeigen. Da sollte man hier 10-mal Korn und ein bisschen Weizen und Wheat, ja, ist eigentlich auch Korn, Tomaten, Sugarcane und Potatoes anpflanzen. Das habe ich getan. Somit können wir die Quest abgeben. Und wir haben ja noch die Quest offen, zum anderen Händler zu fahren. Das werden wir jetzt mal machen. Ich bin einigermaßen gesättigt, aber auch nur einigermaßen. Ich gucke mal gerade, ob wir noch was zu essen haben. Ja. Dann trinken wir noch einen Tee. Außerdem habe ich mal einen Poncho ausziehen müssen in der Nacht, weil es wurde echt arschkalt. Und wir brauchen noch Eier und so weiter. Mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal beim Händler ab, dann fahren wir zu dem anderen. Ne, wir fahren erst zu dem anderen Händler. Genau, das machen wir zuerst, weil der Händler hatte noch nicht offen, unserer hier. Und dann müssen wir uns mal um die Absicherung der Basis so ein bisschen kümmern, dass wir die erste Hordenacht hier in unserer Basis überleben können. So. 1,1 Kilometer geht es zum Händler. Das machen wir jetzt zuerst, in der Hoffnung, dass es dann soweit ist, dass wir hier abgeben können. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ja gut, ich habe gerade das Spiel und den Server neu gestartet. Da zuppelt es immer mal so ein bisschen am Start. Aber das müsste sich gleich beruhigt haben, hoffentlich. Da laden irgendwelche Bäume nach. Ja, ich habe auf dem Discord des Entwicklers habe ich halt so ein bisschen mitgelesen und er hat jetzt irgendwie Pferde in Planung. Außerdem wurde die das Mod-Paket reduziert. Das sind ja, glaube ich, aktuell sind es irgendwie 4,6, 4,7 Gigabyte. Das gesamte Mod-Paket, was sehr, sehr groß ist, was dann auch dazu führt, dass sie unheimlich viel Arbeitsspeicher verbraucht. Bei mir sind im Moment verbraucht das Betriebssystem insgesamt so um die 20, 21 Gigabyte. Das ist unheimlich viel. Also das Betriebssystem selber hat von mir aus 8 oder 9. Jetzt ist der berühmte Hänger. Gleich geht's weiter. So. Aber das heißt, die Mod braucht alleine schon so 13, 14 Gigabyte. Also wenn ihr da nur 16 GB im Rechner habt, dann könnte das zu Problemen führen. Ja, und das neue Modpaket, das überarbeitete, soll so 3,9 GB haben, also ungefähr 700 MB eingespart. Und da sind auch einige Kreaturen raus, was dann bedeutet, dass es insgesamt auch ein bisschen performanter laufen sollte, weil er das nicht alles mit reinladen muss. Ist da oben ein Weg? Das ist ein Weg, wa? Komm ich da hoch? Niemals. So einen kleinen Offroad-Roller. Da oben ist links von mir ist gerade ein Weg. Das ist wieder Landschaftsgeneration in, wie nennt man es, Generatoren in par excellence. Ah, und hier hört auch der Weg auf. Mein kleiner Offroad-Buggy. Roller. Da geht's der Sonne entgegen. Hoppala. Habe ich mich festgefahren? Oh nein, ich habe mich festgefahren. Nicht in Boden backen. Das passiert ab und zu mal. Da muss man den einfach wieder neu setzen, den Roller. Zu schräg, zu schräg, zu schräg. Darf ich mal bitte den Roller absetzen? Bin ich euer Ernst? Muss ich hier echt jetzt runterlaufen? Guck mal, ich beleuchte sogar noch die Bäume. So. Weiter geht's. Oh, Hühnchen. Oh, noch eine Stadt am Schneegebietsrand. Das ist ja cool. Da sind wir. Aber 5 und 19, da lässt uns noch niemand rein. Wir können ja mal ganz kurz auf der Karte gucken. Wo sind wir denn hier? Südlich. Gar nicht mal so weit entfernt, ne? Die Strecke ging jetzt eigentlich. So. Wir können ja mal... Ist er tot? Er ist tot. Wir können ja mal hier reingehen. Hier ist gelockt, da ist auch gelockt. Wir können ja mal gegenüber dem Händler kurz in dem Haus einbrechen. Oh Quatsch, wir haben doch die gute Axt.
die Axt ist wirklich... Also die Werkzeuge, die sie hier eingebaut haben, das ist wirklich schon eine Nummer. Level up. Ja, es kam der Tipp in den Kommentaren, ich soll mir nochmal das Dirtbike bauen. Das kennt ihr vielleicht noch aus unserer alten Let's Play-Serie, da hatten wir auch schon mal das Dirtbike gemoddet mit im Spiel. Das werde ich auch auf jeden Fall mal angehen. Ich habe so ein paar Punkte, habe ich noch über. Ah, guten Tag. Die werden wir auf jeden Fall mal in den Automechaniker-Teil reinpacken. Um ein bisschen Fahrzeuge zu bauen. Habe ich echt Bock drauf. Oh, war da eine Jacke dabei? Das sah so aus, als wäre da eine Jacke dabei gewesen. Kann das sein? Cold Resistance. So, nehmen wir doch an. Was ist mit dem Shirt? 7 Cold, 2. Ne, nehmen wir den. Und die Schuhe brauchen wir eh nicht. Und den Helm... Nee. Wir bräuchten mal so ein Helmlicht. Ich finde es unheimlich cool, wenn man so ein Helmlicht hat, weil dann sieht man wenigstens was, ohne eine Fackel tragen zu müssen. Da hat man aber bis jetzt kein Glück, was uns der Händler als als Belohnung gegeben hat. Ja, wo geht denn hier die Action los? Ach, da. Ah, sehr gut. Händler hat offen. Dann lassen wir die Zombies mal Zombies sein und gehen mal zu ihm rein. Gehen wir mal zu, bevor es gleich Stress gibt. So, gucken wir uns erstmal um, was er hier alles hat. Eine kaputte Chemiebank. Und ein paar Automaten. Intaktes Feuer und hier. Alles defekt. Aber ein bisschen LED haben wir, das ist gut. Wir brauchen ja 2500 LED, das heißt, wir müssen Bleivorkommen müssen wir finden. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir mal so ein Ressourcenvorkommen irgendwo dazwischen auf dem Weg finden. Need assistance? Ja. Hätte ich gern. You've made my day. And here is your payment. Sollen wir von ihm Jobs annehmen? Weiß ich nicht. Hast du was für... Oh, die hätte ich ja gerne. Aber da habe ich... Ich hätte mein Geld mal mitnehmen sollen, nicht Oller Profi, wa? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Was hat er denn überhaupt an Waffen? Wir filtern das mal. Munition. Ich könnte mir die 9mm Munition mitnehmen, oder? 1300 habe ich nicht. Ich müsste nochmal... Was ist denn das hier? 40mm Granate. Oh, okay. Für die Horde-Nacht, bei der man sich keine Sorgen machen muss. Okay, krass. Ja, nice. Was hast du denn? Ach, ich kann hier das Farming abgeben bei ihm. Das ist ja interessant. Alles klar. Nice. Ah, ich habe 2200. Cool, da könnten wir die Munition mitnehmen. Warte mal, wir gucken nochmal kurz im Secret Stash, was er hier anzubieten hat. Eine Level 5 mit 6,4. Was macht die? 52er Schaden. Okay, nicht schlecht. Ansonsten, nö. Aber was war das hier? Das war 1900. Was frisst sie denn? Hier gab es doch irgendwie sowas zum Umschalten, ne? Hier. 762. Also das Ding würde ich ja ganz gerne mitnehmen, die Auto-Rifle, oder? Für die Horde-Nacht. Die nehme ich. Und für den Rest kaufen wir uns noch Munition. Haben wir nicht. Wie viel können wir denn kaufen? Was kostet da so ein Schuss? 18. Also müssten wir 20 Schuss kaufen können, wa? Jo. Was habe ich denn da gekauft? 9. Blockbreaker. Ah, da hätte ich vielleicht mal lesen sollen. It won't kill anything, but it destroys blocks. Ach. Much obliged, stranger. Naja, du mich auch. Achso, was hat er für Jobs? Hat er Level 2 Jobs schon?
Der hat Level 2 Jobs, aber gibt mir unser erster Händler nicht auch Level 2 Jobs? Dann muss ich nicht mehr so lange fahren. Moin. Ach, hier ist eine kleine Horde unterwegs. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz, was hier für Fahrzeuge noch rumstehen. Und dann drehe ich wieder um. Weil wir müssen unsere Basis absichern. Das ist wichtiger. Was ist denn das? Stämmsche. Oh, ich erfriere. Warte mal kurz. Wir drehen mal doch wieder um. Lassen wir mal den Quatsch hier mit in die Kälte fahren. Moinsen! Wo müssen wir hin? Wo ist denn zu Hause? Da ist zu Hause. Jetzt ist die Frage, ob wir hier auf der Straße bleiben. Oh. Ob wir auf der Straße bleiben können. Ne, wir müssen hier. Super. Wir müssen hier querfeldein. Gut, dann lass uns mal nach Hause fahren. Ich würde sagen, wir geben die. Wir geben die Quests ab. Haben wir eigentlich noch eine Quest offen, die wir irgendwie so zwischendurch machen können? Alert sammeln. Pistolen sammeln. Habe ich jetzt nicht geguckt. Wunderbar. Kill any Zombies 100. Das ist die normale Quest. Ne, wir haben keine. Aber dann gucken wir mal, dass wir bei unserem Händler eventuell so eine Level 2 Quest annehmen. Aber erstmal absichern. Normale Ressourcensteine. Wie findet man denn am besten LED? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Übrigens, dieses Knacken, wenn wir vorbeifahren, das sind im Boden Spinnen. Also da sind so im Boden sind so eingelassene Spawner von so kleinen Käfer- oder spinnenartigen Viechern. Die sind leider so ein bisschen nervig. So, jetzt fahren wir am besten zu unserem. Jetzt fahre ich auch querfeldein. Obwohl. Gucken, wo der Weg hingeht. Okay, ich würde sagen. Nee, der geht nicht da lang. Wir gehen hier lang. Wir machen mal einen kleinen Cut. Und ich fahre mal nach Hause und gebe hier Quests ab. Oder wie weit ist es noch entfernt? Warte mal, ich guck mal ganz kurz hier oben auf den Berg. Kommen wir hier hoch? Nein. So. Aber das geht. Wir gucken ganz kurz über den Berg, ob es sich lohnt, einen Cut zu machen. Aber sonst hätte ich gesagt, machen wir einen ganz kurzen Schnitt, bis ich zu Hause bin. Was ist denn das für ein zerpflügtes Gelände? Alter Vater, da vorne sind wir schon, mach. Also der Landschaftsgenerator ist echt schräg, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr schräg. Hallo, guten Tag. Ich mag mir nicht die Haxen brechen, das wäre jetzt irgendwie doof. So. Ja, mach deine Actionmusik von mir aus. Wir sind ja schon da, dann brauchen wir ja keinen Cut machen. Ja, LED finden, das ist so eine Sache. Ich weiß jetzt, ich habe keinen Plan, ob es da irgendeine Technik gibt, wie man da möglichst ein Vorkommen findet. Oder war LED nicht auch irgendwie... Potassium? Das ist Potassium, oder? War doch Potassium, oder? Ich meine, ja, LED ist doch dieses... Ja, das ist Potassium. Haben wir schon markiert? Da haben wir Potassium. Hören wir uns hier mal ganz kurz drauf und markieren das auch noch. Oh, Caps an. Potassium. Ja, LED ist doch mehr dieser Klumpen, der so ein bisschen schimmert, ne? Und komisch, wie so ein aus Vierecken zusammengebauter Würfel. Was ist denn da er für einer? Was machst du hier? Gut, wir wollten aber eine Quest abholen.
Ich habe orientierungslos 2000. Da oben ist er. Die NPCs sind echt krass, die hier rummachen, ne? So, da sind wir zu Hause. So, jetzt schauen wir mal, ob der jetzt auch Level 2 Quests gibt. Guten Tag. A nickel ain't worth a dime anymore. Jo, wunderbar. 600 Meter. So, was hast du denn an Waffen? Lass mal kurz schauen. Eine Winchester und eine Hunting Rifle. Okay, das ist nicht so berühmt. Ein Crossbow. Okay, das lohnt sich alles nicht. Well, what kind of lousy customer are you anyways? So, was haben wir denn? 9:29 Uhr, Tag 6. Wir haben ja prinzipiell auch noch morgen Zeit. Ich würde mal ganz gerne die Waffe ausprobieren. Damit fangen wir doch schon mal an. 20 Schuss. So. Läuft. Aber da muss normalerweise ein Visier drauf. So gut ist die gar nicht mal. Ich glaube, 7,62 hatte ich auch noch da, meine ich. So, pass auf, wir holen mal ganz kurz da die Supplies. Dann geben wir das ab, dann fangen wir an, die Basis auszubauen. Das können wir auch Richtung Abend auch machen. Oh nein, im Wintergebiet, nicht im Wintergebiet. Ich hab doch keine Klamotten. Ja, das könnte jetzt witzig werden. Oh. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen frieren. Da, das meine ich. Diese Geräusche, wenn der Boden so knackt. Also wie wenn so ein... Wenn, da, das hier. Da sind Spinnen drin. Und das ist echt auch maximal nervig. So. Ja, was ist das? Das ist die Kirche, ne? Das ist der Friedhof. Ja, dann brauchen wir jetzt nicht doppelt looten. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. So. Wir sollen River Supplies besorgen. Was ist denn das, diese Dinger? Können wir hier einschlagen? So. Hallo. Ja, hier ist was los. Guten Tag. Also das Ding macht es ja echt zu leicht. Was, wo? Ist noch was Größeres unterwegs? Mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz nach den Skillpunkten gucken. Lucky Looter, da bräuchten wir Level 5, 2, 3 Punkte. Wir haben 11. Oder wir machen hier erstmal. Und ich will den Automechaniker lernen. Und der will Level 5. So, warte mal. Der macht Mechanic Bench 2, Crafting Motorcycle Class, Repairing Cars. Hier müssten wir hin, auf 6. So, und jetzt können wir Lucky Looter noch ein bisschen skillen. 5. Lucky Looter. Nice. Ach, da draußen ist der Weihnachtsmann. Warte mal, da kümmere ich mich mal ganz kurz drum. So, Weihnachten fällt aus. Feierabend. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz drin noch den Kram looten, nachdem ich den Lucky Looter geskillt habe. Und dann können wir uns auch eine Automechanik-Werkbank herstellen. Und wir können unseren Super Buggy reparieren. Also, so ganz sicher ist das noch nicht, weil wir diverse Teile brauchen, um die Werkbank zu reparieren. Hallo, guten Tag.
Wow, eine Schaufel. Bin begeistert. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. So, wir brauchen aber noch die River Supplies. Wo sind die denn bitte? Ah, da unten, da sind sie ja. Na komm. Na. Vielen Dank. Ich hab's vergessen. Vor lauter Sachen. Vor lauter Sachen machen. So, hier ist da auch mehr was dahinter, oder? Hier, Kante treffen. Wieso geht das hier nicht? Oh, hi. Ich finde das schon unverschämt, die... Das Holz? Ja, das Holz. Was war denn das? Schwarze Farbe? Black. Oh, das ist es nicht. Wir gehen noch mal ganz kurz die Sachen hier durch. Da ist nichts drin. Bisschen Wasser. Da nichts. Hier sind, glaube ich, noch Gräber, wo was normalerweise versteckt ist, aber das spare ich mir jetzt mal. Und was hat jemand gesagt? Die Pappkisten auseinandernehmen. Damit würde man relativ schnell Kunststoff bekommen. Gut, aber im Moment würde ich hier ganz gerne erstmal raus. Quest abgeben, 11.30 Uhr. Und gucken, dass wir ein bisschen die Basis ausbauen. So ist der Plan. Warum habe ich Actionmusik? Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Spinnen auf dem Boden. Und ich würde mich ja mal freuen, dass wir einen Mantel finden oder sowas. Damit wir in der Kälte nicht so... nicht so am Abfrieren sind. Hier ist es schon so ein Dungeon. Da müssen wir später rein. Da kriegt man permanent Schaden. Da brauchen wir also ordentlich Medipacks und so einen Kram, damit wir da uns gegenheilen können. Und dann können wir mit diesen Skull Keys, also diesen Schädelschlüsseln, können wir dann unten aufschrauben. Beziehungsweise in diese Dungeons rein. Aber hier in meinem derzeitigen Zustand oder beziehungsweise mit meiner derzeitigen Ausrüstung sehe ich das noch nicht. Ja, die Munition war ja schon mal ein Fehlgriff, ne? Die 9mm. Ich nehme Munition. Vielen Dank. Wir können nochmal den besser Barter skillen, dann würde er uns mehr Belohnungsauswahl geben. Oder war das? Okay, dann halt das noch. Ganz kurz noch den Airdrop mitnehmen. Und dann machen wir die Basis fein. Dann wollen wir ein bisschen Spikes aufstellen. Wir müssen noch Gitter außenrum machen. So, warte mal, wo Gitter außenrum machen? Bars. Wir müssen Eisen auch noch besorgen. 29, warte mal ganz kurz. Muss man gerade ein bisschen Holz mitnehmen. Dann können wir nämlich unterwegs schon mal die Gitter fertig machen. Wir brauchen nämlich so viele, wir müssen das Dach noch absichern. Wobei ich glaube, dass in der ersten Horde-Nacht nicht großartig Geier von oben kommen oder sowas. Wobei, habe ich die Mod schon mal mit einer Horde-Nacht gespielt? Gute Frage, ne? Würde ich mir jetzt auch ungern drauf verlassen. Den nehmen wir noch mit. Und wir müssen eben mal nach der Game Stage gucken. Jetzt haben wir wahrscheinlich direkt Überraschung. Warte mal, wir werfen nochmal die Bars an. 111, ist das nicht ein bisschen viel? Machen wir mal 60. Und vor allem müssen wir auch noch manche noch aufwerten. Ja, ich habe die Nester übersehen, ich weiß.
Also ich würde ja dann zumindest die Hauptgitter sollten dann schon aus Eisen sein, wenn da irgendwas hochspuckt. Ah, den Camper soll ich auseinandernehmen, siehst du? Das werden wir auf jeden Fall machen, wenn ich jetzt gleich den Airdrop geholt habe. Weil der Camper soll unheimlich gutes Material geben. Also dieser Landschaftsgenerator, der hat es ja hier echt übertrieben. So. Nice, ein bisschen Rüstung, das ist doch schon mal gut. So, jetzt holen wir uns noch den Camper, den kaputten. Weil da... Da gab es als Tipp, dass der unheimlich gut Material bringen soll. Ah, Spinnen. Habe ich keinen Bock drauf. Wo war denn das? Hier irgendwo, ne? Hier an der Kreuzung stand der. Ja, ja, du mich auch. Wird mir hier angegorkst. Sauerei. So, wo stand der denn? War das nicht hier? Dann stand es hier drüben. Irgendwo in der Senke. Das Ding hätte ich ja gern fahrbereit, aber das ist leider nur... Also, das ist leider nur ein Defekter. So, dann schauen wir doch mal, was hier so sich drin befindet. Achso, genau, man sollte irgendwie an die Fahrertür gehen, hat jemand gesagt. Nee, wie war das? Hm. Wo lässt er sich abbauen? Hä? Nee, das ist Stein. Das ist der Camper? Nein, niemals. Hm. Wie war das denn? Also ich habe es in den Kommentaren gelesen, ich weiß aber nicht mehr. Irgendwo muss ich hier hinzielen, um den abzubauen. Nein. Nein. Da ist auf jeden Fall Stein drunter. Das hat mit dem Camper nichts zu tun. Da haue ich eher den Stein kaputt. Das wird der Spawnstein sein von dem Camper. Nein, ich kann ihn nicht looten, weil ich mir nicht gemerkt habe, wo. Irgendjemand sagte, auf den Außenspiegel zielen? War das das? Nee. Ja gut, ich glaube, das wird nichts. Ja. Das ist ein Stein. Ja, das ist definitiv ein Stein, das macht nichts. Ja, das wird wohl nichts. Da habe ich mir nicht gemerkt, wo ich da hinziehen muss. Okay, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann wird bestimmt auch in den Kommentaren unter dieser Folge wird bestimmt mit Sicherheit stehen, wo ich hätte hinziehen müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.